Noch ist Joshua Grasmüller bei der Jugendfeuerwehr in Olching. Doch in ein paar Tagen ist er endlich aktives Mitglied. Denn am Samstag feiert er seinen 18. Geburtstag. Die große Party fällt in Corona-Zeiten natürlich aus. Außerdem sitzt ihm das Abitur im Nacken. Deshalb tägliche Lerneinheiten auf der Terrasse. Aber ob die Abi-Prüfungen tatsächlich am 20. Mai starten, darüber hätte Joshua gerne Klarheit. Doch das hängt von der weiteren Entwicklung der Krise ab. Es ist kein Geheimnis, dass wir keine Abiturprüfungen schreiben können, wenn uns 3 Wochen Unterricht fehlen. Immer noch bei mir zum Beispiel 3 Klausuren ausstehen und wir eben da ja einen sichtlichen Nachteil haben. Deshalb können meiner Meinung nach die Abiturprüfungen in der geregelten Form und in der normalen Form nur stattfinden, wenn wir auch am 20. April wieder in die Schulen können. Joshua besucht das Landschulheim Kempfenhausen und ist Landesschülersprecher in Bayern. Daher weiß er, dass die Online-Kommunikation mit den Lehrern nicht überall gut klappt. Er ist aber zufrieden. Beispielsweise in Englisch haben wir regelmäßig Videokonferenzen. In Geschichte haben wir über einen Messenger-Dienst eine Gruppe und bekommen da immer Wochenpläne. Und das heißt, das ist tatsächlich von Fach zu Fach verschieden, inwieweit wir da unser Material regelmäßig bekommen. Mit der Verschiebung der Abiturtermine von Anfang April auf Mitte Mai hatte Joshua plötzlich mehr Zeit. Doch nachdem alle Fenster geputzt und auch der Garten auf Vordermann gebracht war, hatte er Termine frei für sein Engagement bei einer freiwilligen Organisation, die zum Beispiel bei den Tafeln oder bei Ernten hilft. Kurz überall, wo in Bayern Not am Mann ist. Und genau das ist Joshuas Ding. Einerseits ist natürlich die Abi-Vorbereitung im Vordergrund und andererseits muss man natürlich auch irgendwie schauen, dass man sich ehrenamtlich jetzt gerade in dieser Krise engagiert und eben da versucht, irgendwie mitzuhelfen. Seit er 14 Jahre alt ist, ist er bei der Jugendfeuerwehr Olching aktiv. Das Abi versetzt ihn nicht in Stress, weiß er doch ganz genau, was er danach macht. Notfallsanitäter bei der Berufsfeuerwehr der Stadt München. Die Leidenschaft für die Feuerwehr kam bei mir schon als Kindheitstraum sozusagen. Also ich glaube, jeder kleine Junge will irgendwann mal Feuerwehrmann werden. Und ich habe es dann tatsächlich in die Tat umgesetzt. Mit seinem 18. Geburtstag erfüllt sich Joshuas Kindheitstraum. Endlich ist er aktiver Feuerwehrmann in Olching.